Lassen Sie uns aber mit dem starten, was quasi am naheliegendsten ist, nämlich dem Thema Weltwirtschaft 2022. Wir konnten dafür Marc Brütsch gewinnen. Marc Brütsch ist seit 1993 bei Swiss Life tätig. Da hat er unmittelbar nach Abschluss seines Studiums der Nationalökonomie und der Publizistikwissenschaften an der Universität Zürich begonnen zu arbeiten und ist seit 1998 der Chief Economist für die globalen Konjunkturanalysen. Und die sind wiederum die Grundlagen für jegliche Anlageentscheidung im Hause der Swiss Life. Die Firma Consensus Economics zeichnet ihn jetzt mit einer Regelmäßigkeit aus mit dem Gütesiegel Forecast Accuracy Award. Also die Schweizer Präzision gibt es offensichtlich nicht nur bei Uhrwerken, sondern auch in der Voraussage dessen, was uns denn alle erwartet. Mein Lieblingszitat von Ihnen, Herr Brütsch, aus dem Jahr 2020 war: Anders als im Jahr 2008 ist heute klar, wer der Feind ist. Sie sind unser Freund, denn Sie werden uns heute über die Weltwirtschaft 2022 berichten. Und ich darf Sie herzlich bitten, nach vorne zu kommen. Ja, herzlichen Dank. Ich komme aus Zürich, das wurde gesagt. Ich habe Schweizer Jockey mitgebracht für den oder die, die als erstes weiß, woraus ich jetzt zitiere, ein Stück deutsche Literatur. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau. Einfach rufen, wer es weiß. Er hatte wenig zu beißen und zu... Hänsel und Gretel, habe ich gehört? Aber ich muss noch fertig lesen, weil die Pointe ist gar noch nicht da. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen. Und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Das ist eine der Hauptrollen in meinem Referat. Teuerung, Inflation und natürlich spielt Corona die zweite Hauptrolle. Jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege mit dem Gerät. Ja. Genau, also Corona und Inflation, das waren die beiden Hauptthemen, als wir bei der Swiss Life unsere Konjunkturszenarien für die Jahre 22 bis 24 entwickelt haben. Die fließen so in die Budgetierung, in die Planung der ganzen Swiss Life Gruppe mit rein. Corona spielt vor allem im obersten Szenario noch eine Rolle. Da sprechen wir davon, dass noch einmal etwas schief geht mit der Bekämpfung der Pandemie, neue Mutationen, Misserfolge bei der Impfkampagne. Wir geben diesem Szenario nur noch eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 10%. Basisszenario 65% Wahrscheinlichkeit, ein Szenario, wo die Geld- und Fiskalpolitik prozyklische Wirkung entfalten, vor allem in den reicheren industrialisierten Volkswirtschaften. Wir sehen eine asynchrone...